Einen wunderschönen und herzlich willkommen hier aus dem Universum von Star Citizen mit dem Headless Chris hier auf meiner rechten Seite. Grüß dich. Einen wunderschönen, hi. Ja, wir haben heute Folgendes vor. Oder beziehungsweise wir haben in den nächsten beiden Folgen Folgendes vor. Wir möchten in dieser Folge uns für das Mining-Gameplay mit der Mole vorbereiten und fliegen jetzt die verschiedensten Außenposten. Außenposten sind es nicht, das sind so, was sind es denn? Raffineriestationen sind das, glaube ich, ne? Genau. Fliegen wir an, um dann Items zu finden, die wir dann in unserem Mole bauen. Also dieses Video ist praktisch ein Vorbereitungsvideo auf unsere Mole-Tour dann im nächsten Video. Genau, wir haben keine Zeit. Und das Ganze machen wir mit der C1, mit der Spirit von Crusader Industries. Und der Chris ist vorbereitet, der weiß genau, was wir kaufen müssen. Mithilfe des Item Finders von oder Cornerstone Universal Item Finder. Das ist eine Internetseite, eine Community-Projekt, wo ihr sämtliche Items im Verse finden könnt. Das Ganze verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Falls ihr da mal was sucht, könnt ihr dort schauen und werdet dort fündig. So. Und ich würde sagen, wir machen uns auf die Reise. Das Ganze wird eine entspannte Folge werden. Wie gesagt, das wird eine Einkaufstour werden, um dann mit der Mole letztendlich dann loszufliegen in der nächsten Episode. Da werden dann der Rötti und der Spooner zu uns stoßen. Und zu viert werden wir dann mit der Mole in den Aron-Helo-Belt fliegen. Und zwar in das 5. Band, was ich heute gelernt habe. Denn das ist riesengroß, mittendrin und voll von Asteroiden. Genau. So, habe ich was verwechselt, vergessen, irgendwas? Nein. Super, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich muss noch hier kurz, du kannst ja mal zumachen, ich muss noch kurz hier Sachen hinterlegen für die Jungs und Mädels, die dann in der nächsten Folge zu uns stoßen. Ich habe nämlich einmal komplett Armor-Set hier gekauft für die ganze Bande. Für dich habe ich übrigens auch einen mitgebracht, so. Dankeschön. Zack, also und noch einen als Ersatz. Hier, zack, einmal rüber, dann das. So, ich mach's mal mit Shift, bub, 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 bub. Also Shift gedrückt halten und dann einfach Maustaste. Dann geht das gleich viel schneller. Die Arme, die stackelt da schon und die Helme auch. Wunderbar. Und ich habe uns noch eine Kiste mitgebracht mit Zeug drin. Sieht man das schon, wo was drin ist? Nee, sieht man nicht, ne? Muss man hier aufklappen. Obwohl, eigentlich sollte man es mit den Prozenten sehen. Eigentlich ja. Aber man sieht es nicht. Vielleicht zu wenig. Obwohl, die 73%, eigentlich hätte man es sehen müssen. Na gut, okay, egal. So, den ziehen wir auf jeden Fall auch mit ins Schiff. Hier nochmal Kontrolle. Das ist leer. Wunderbar. So, wir können ja zumachen. Ja, sonst habe ich noch eine P4 mit. Ein bisschen was zum Heilen. Ein Multitool mit Mining-Aufsatz. Damit werden wir uns natürlich auch alle ausrichten. Denn man weiß ja nicht, eventuell gibt es ja an den Steinen noch die kleinen Diamanten manchmal. Das gab es ja mal. Und wir gucken einfach mal, ob das alles noch so ist, wie es mal war. Gut, dann machen wir auf den Weg. Go. Was ist denn unser erstes Ziel? Hör L1 oder Hör L2. Das darfst du dir tatsächlich aussuchen. Das Na gut, ist egal. Dann nehme ich das, was näher ist. Um Sprit zu sparen. Aber erstmal muss ich sowieso noch tanken. Okay. Dann nehmen wir natürlich Hör L1. Weil das näher ist. Weil wir müssen nicht um den Planeten rum. Ah, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Aber der Planet dreht sich ja. Einen Moment. Ja, aber die müssten da nicht gleich bleiben. Warte. Nee, ist nicht eben nicht. Nee, wir müssen zu Hör L1, tatsächlich. Ja. Der ist näher dran. So, dann machen wir mal die Butze an. Genau. Da kaufen wir nämlich den Helix 2 Mining Laser. Oh ja. Und rüsten wir das ganze Schiff mit Helix Lasern auf? Oder? Nein. Okay. Wir werden einen Laser mit Helix ausrüsten. Das ist ja, den kennt man ja von früher noch. Das war ein sehr, sehr starker Laser, ist er immer noch. Ja. Hat ein bisschen seine Intensität verloren, ja, aber nur geringfügig. Und rüsten dann die beiden anderen Laser nicht mit einem Helix aus, sondern mit einem Hofstedt. Und der Hofstedt war damals ganz, ganz schlecht. Ne? Und seit dem Mining-Update mit der 320 ist das, glaube ich, gekommen, hat er einen ordentlichen Buff bekommen. Und hat jetzt eine gute Kombination aus Power. Und wenn man jetzt zum Beispiel Quantainum abbauen möchte. Quantainum, so heißt das?
oder Quantanium oder wie auch immer. Okay. Ich dachte, jetzt kommst du hier mit dem Originalbegriff. Quantanium. Oh, hier, Schleif. Ja, die passt hier kaum rein. Ne? Ja, tanken konnte ich leider nicht, hab da gerade mitbekommen. Ne? Ist zwar irgendwie auswählbar, aber macht nichts. Dann ist halt so. Dann müssen wir versuchen, bei Höhe L1 zu tanken. Genau. Thank you. Please visit again. Jedenfalls hat der Hofstedt einen Buff bekommen und ist jetzt von der Stärke her besser geworden. Er hat ein größeres grünes Feld, was er aufmacht, ja, also einen optimalen Bereich. Und er hat was dazu bekommen, was früher der Landshit hatte. Der Landshit war immer so, wenn man Quantainum abbauen wollte, war immer so, ja, dann geht man mit einem Landshit hin, weil der Landshit hat geschafft, diese Instabilität des Quantainumsteins ins Minimum zu treiben, ja, so. Okay. Und der war dann ruhiger früher. Und jetzt ist es so, dass der Hofstedt diese Funktion hat, ja. Und damit sind wir eigentlich optimal ausgestattet. Weil das addiert sich nämlich auch. Das Schöne ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Hofstedt auf einen Stein geht, wird der optimale Bereich, der grüne Bereich, größer. Geht man mit dem zweiten Hofstedt drauf, addiert sich das und der wird noch größer. Also nehmen wir jetzt, du hast es wahrscheinlich gerade schon gesagt, aber ich war so konzentriert mit dem ganzen Ausparken und Tanken und sowas. Ja. Also wir kaufen zwei Hofstedt und ein Helix. So sieht's aus. Und dann kommen dann noch die Module dran. Genau. Sehr schön. Cool, cool, cool. So ist das ist der Plan. Und dann gehen wir auf Quantanium und Agritium oder was? Ne, Gold ist, glaube ich, momentan sehr wertvoll, ne? Wir können tatsächlich mit diesem Setup eigentlich alles nehmen, was wir wollen. Aber wir nehmen natürlich nicht alles mit. Wir nehmen natürlich nicht alles mit. Wir wollen ja nur geilen Scheiß haben, ne? Genau. Dann würde ich sagen, ab Agritium aufwärts. Ja, Laranit, Taranit, Borase, Gold ist sehr gut geworden. Sehr gut. Ich blende euch natürlich auch immer irgendwelche Tabellen ein, wenn es soweit ist, ne, damit ihr das alles auch nachvollziehen könnt. Jetzt geht es noch nicht ums Mining, deswegen gibt es jetzt noch keine Tabellen bezüglich Materialien. Das machen wir in der nächsten Folge. Ne, jetzt soll es ja erstmal nur um den Einkauf gehen. Und da, wie gesagt, findet ihr diesen Itemfinder dann in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, dann haut es natürlich in die Kommentare. So, sorry, ich habe dich gerade abgewürgt. Nee, überhaupt kein Problem. Aber du warst fertig. Warst du, ne? Okay, cool. Ja. So, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir schon da? Ich war irgendwie, finde ich keine Station, aber es kann sein, dass ich einfach blind bin. Ist so, ne? Ja. Okay, sieht man sie schon? Nee, aber du hast dich, glaube ich, eben schon dran vorbeigedreht. Okay, hinter mir. So war es jedenfalls eben. Ich hatte irgendwas gesehen. Ja, es ist mal so, wenn man sich so per Sicht irgendwie so umdreht, dann dreht man sich immer ewig rum und dreht eigentlich immer dran vorbei. Kann das sein, dass du zufälligerweise nicht die Station angesprungen bist, sondern diesen Punkt davor? Ja, auf jeden Fall. Ach, guck mal, da ist sie, siehst du? Da ist Genau, weil die liegen übereinander und ich nehme dann den er spoolt, weil von da aus kannst du dann eh nochmal springen. Ist ja richtig. Ja, so mache ich es meistens. Zup! Sehr schön. Genau, ansonsten, wie gesagt, ich habe ein bisschen Cruise mit. Für jeden habe ich dann noch einen Traktorbeam eingekauft, Klamotten eingekauft. Eigentlich sollten wir alles haben. Multitool mit Mining Attachment. Aber wenn es noch was auffällt hier, dann können wir das hier natürlich noch kaufen. Richtig. Und du bist falsch rum. Ich bin falsch rum. Ja, dreh dich mal um 180 Grad. Du meinst so? Genau. Tada! Das ist so eine Sache, ne? Im Weltraum falsch und richtig rum. Ja, ich habe mich jetzt quasi an dem Ziel orientiert. Ja, gut, okay. Woran hast du es erkannt? Weil ich weiß, dass diese Hangar meistens unten drunter sind und nicht oben drauf. Ah, so. Und meistens auch an der unteren Seite spitzer als oben, ne? Landing complete. Ja. Weil sie ja noch so eine Landeplattform meistens vorhaben. Genau. Please proceed to assign landing bay. So, dann müssen wir anscheinend rein. Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein Pupshanger. Weil das mit der C1 ist so eine Sache, ihr kennt das sicher. Das scheint aber so ein zum Reinfliegen sein hier, so einer. Ja, die liebe ich ja, ne? Die sind richtig toll. Würde ich mir eine Raumstation bauen, würde ich mir solche Hangar reinbauen, die so von innen reingehen in den Ring. Vor allem dadurch bist du halt auch noch geschützt, ne?
Ja. So ein bisschen vor Angriffen und so. Na und du hast den Platz optimal genutzt. Warum sollte man denn den inneren Ring nicht für sowas Ja, nehmen, ne? genau. Ich finde das super. Und du entschleunigst, meiner Meinung nach auch, ne? Ja, ich finde das ist einfach geil. Oh, der So. sieht aber auch schick aus. Oh, du musst weiter nach vorne. Ist das so? Ja, aber volle Oh, Kanne. ja, du hast recht. Junge, Junge. Der war klein, der. Wieder mal. Ja, die C1, die passt immer so gerade rein, ne? Ja, das ist, die haben sie, naja, ich würde sagen, die braucht einfach einen größeren Ja, ich denke mal, die werden die Hangar wahrscheinlich einen Tick optimieren nach oben. Also die kleinen. Das sind ja die kleinen hier, ne? Kleinere gibt es ja, glaube ich, nicht. Juti. Dann, wir würden ja. Wollen wir deine Mole nehmen oder? Wir nehmen meine Mole, ja. Deine Ich Mole, würde das dann jetzt alles musst kaufen. du das kaufen und ich überweise dir die Hälfte oder so. Machen wir so. Ja. Er war So. knapp hier mit der Kiste, ne? Hier, Ja. Millimeterarbeit. Guckt euch das an hier. Aber kannst du hier noch draufsetzen? Kann mich noch draufsetzen, ja. Ja, siehst du, ich mache mal zu die Hütte hier. Jowolski. So. So, und dann kommen ja dieses Jahr, da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich in einem Hangar lande. Die persistenten Hangar, ach, wie freue ich mich da drauf. Da bin ich echt mal gespannt, wie die das lösen wollen, dass wenn du dich Ja. hier munter und lustig ausbreitest mit deinem Zeug, dass dann nicht irgendwer dann reinkommt und dann hier auf einmal dann so Zeug Mist macht. Weißt du, irgend so ein Typ. Ja, genau. Ach, ich gehe mal in Hangar 1. Ach ja, Mensch, da ist ja der Headless. No, den nehmen wir mal mit, die Sachen. Ja, genau, ne? Und da bin ich mal gespannt, wie sie das logisch lösen wollen. Ich meine, unlogisch wäre es ja so, dass jeder Spieler ein Hangar 1 hat und jeder Spieler hat so seine eigene Instanz mit seinem Hangar 1. So, ja, und das lädt nur für den. So, das ist aber, glaube ich, nicht so, weil das wäre, glaube ich, nicht im Sinne von dieser Immersivität. Ja. Ne? Und außerdem, wie willst du da mal einen Kumpel mitnehmen? Na. Da könnte man wieder sagen, ja, wenn der in der Party ist, dann ist das so, aber was ist dann mit seinem Hangar 1 und so? Das gibt halt nur Probleme. Ne? Ja. Deswegen glaube ich, geht das nur, indem man wieder Rechte verteilt, indem es dann in den Hangaren eventuell wieder so eine Art Schleuse gibt, wo nur Leute durchkommen, die die Rechte haben. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Na, du die in der Party zum Beispiel, ne? Genau. Jetzt ist auch wieder die Frage, du hast hier 10 Hangar. So, jetzt sind hier aber 20 Leute, die ihre Hangar irgendwie machen Ja, wollen. ja, ja. Was ist dann? Ne? Das sind alles so Sachen, da habe ich noch irgendwie noch keine wirkliche Idee irgendwie. Einmal bitte ins Raffineriedeck. Jo. So, da bin ich echt mal gespannt, wie sie das machen wollen. Vielleicht haben sie es auch schon irgendwann mal gesagt. Aber so, ich finde ja immer, oder ich wünsche mir halt immer, und so ist es ja dann meistens auch, nach dir. Dankeschön. Dass es dann wirklich auch wirklich immersiv und logisch ist, dass du denkst so, ja, so ist es echt. Hier, ist dir schon mal aufgefallen, dass die immer diesen Chicken-Emote machen, diese Raffinerie-Typis? Ja, Hier, guck mal, manchmal, ja. da unten schon wieder. Ja, genau. Keine Ahnung, was die für eine. Irgendwas haben die sich eingefangen, glaube ich. Ich Ich glaube, glaube das sind hier, Witzbolde. die haben sich hier, wie eine Vogelgrippe. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder die üben hier für das alljährliche Raffinerie. Jubiläumsfest üben die den Ja. Ententanz ein. Das kann auch sein. Genau. Und so Ja. weiter. Stimmt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil es mich wirklich interessiert. Wenn ihr da eine Idee habt, schreibt sie mal in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren, wie sie das logisch lösen wollen, dass man A, sein ganzes Zeug da ausbreiten kann, was ja kein Problem ist. Das lädt halt immer rein, wenn man dann wieder reingeht. Ne? Das ist halt ein reines Instanzladen. Aber wie verhindern Sie, dass irgendein Stoffelkopf da irgendwie mitgeht und dann irgendwie mit dem Auto da rumfährt, in dein Sofa kracht, die ganze Vitrine auseinandernimmt mit den Item-Flares und sowas alles? Weißt du, wie wollen Sie das verhindern? Das würde mich echt interessieren. Hab ich keine Idee. So, den Helix haben wir jetzt gekauft. So, dann Der schaue ich blaue jetzt mal. Rucksack, den du hast, der ist aber geiler als der gelbe, finde ich. Das ist aber auch nicht der Original, ne, von dem Ding. Meiner Meinung nach schon, weil einen anderen habe ich nicht bekommen. Oder einen anderen gibt es Weil doch nicht. erstens ist der dunkelblau. Ja. Ja. Und zweitens ist dein Kabel da nicht richtig angeschlossen. Und zweitens ist da auch ein Okay. Greycat-Symbol hinten drauf. Und das hat der gelbe nicht. Aha. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau.
So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz auf mein schlaues, meine schlaue Seite hier. Weil ich glaube, hier kann man nämlich, wie ich es gerade gesehen habe, nämlich noch was anderes kaufen. Und zwar, wie der Zufall es so will, kann man hier nämlich den Fokus 3 holen. Und den brauchen wir zweimal. Okay. Den Fokus 3 zweimal. Wunderbar. Ja, ich werde euch hier übrigens immer eine Einkaufsliste einblenden, dass wenn ihr mal mit der Mole los wollt, dann habt ihr hier, wenn wir durch sind, eine komplette Einkaufsliste mit den Sachen, die wir wo wie eingekauft haben. Das wo wie ist natürlich immer so eine Sache, weil wir sind in der Alpha, das kann sich alles noch ändern. Ne? Das ist immer so ein so eine Zeitaufnahme, so ein Zeitstempel. Genauso ja. Wie die ganzen anderen Tutorials, die man macht. Ne? Mit einem anderen Patch ändert sich's wieder und dann ist das alles wieder veraltet. Ne? Aber egal, so ist das halt. Ne? Das ist halt auch ein bisschen unser Auftrag hier, ne? Das auch zu erklären. Und deswegen gibt's halt diese Liste dann an der Stelle, die ich dann dementsprechend dann immer einblenden werde, wenn wir halt Zeug gekauft haben. Genau. So, was ich jetzt bezüglich der, also ich blende jetzt hier, wenn ich jetzt hier ein MedPen kaufe, was ich jetzt gerade mache, dann blende ich das natürlich nicht mit ein. Ne? Das ist jetzt, geht jetzt nur um die Mole-Ausstattung. Also, ich sage nochmal kurz an, auch für die Zuschauer. Ich habe jetzt hier auf Hörl 1 gekauft, einmal den Helix 2 Mining Laser und zweimal den Focus 3. Ja, das ist sozusagen ein Modul, ein passives Modul, kein aktives. Ja, was die Optimal Charge Windows Size ne, nochmal um 40% erhöht, ja, und die Mining Laser Power um um ein paar Prozent erhöht. Das ist immer ganz gut. So. Und dann habe ich noch gekauft ein Bohrmax. Ein Bohrmax, das sind diese Gadgets, die man an den Stein bappen kann. Ja. Ah ja. Und dieser kann zum Beispiel eine, also der Bohrmax ist zum Beispiel einer, der einen Cluster-Modifier hat. Das heißt also, wenn du möchtest, dass ein Stein besser aufbricht, ja, also mehr 100% hat, also 100% Steine, die man einsaugen kann, dann kann man diesen Bohrmax zum Beispiel verwenden, ja. Der gibt nämlich 30% erhöht er die Chance, dass der Stein optimaler aufbricht. Genau. Sehr geil. Da brauchen wir auch nur einen, ja, der ist unkaputtbar. Genau, den kannst du wiederverwenden. Den kannst du, nachdem der Stein aufgebrochen ist, kannst du den quasi wieder aufnehmen. Ja, ich habe jetzt trotzdem 3 gekauft, weil ich verteile das dann an die Leute. Ne, so. Ah ja, sehr gut. Ja, stimmt. So, okay. Dann geht's weiter. Wir fliegen jetzt nach Hörl 2. Ach so, jetzt doch noch nach Hörl 2. Also werden wir eh genau. So oder so. Ah ja, okay. Genau, okay. Weil wir kriegen jetzt hier den Hofstadt nicht. Ja. Ich habe jetzt nur den Helix-Laser hier und die 2 anderen Module geholt. Na gut. Ja, dann sind wir wieder beim Thema, ne? Einfach mal so in Star Citizen reingehen und mal eine halbe Stunde was machen oder eine Stunde, geht meistens nicht. Das dauert immer alles länger. Aber das ist auch das Schöne, finde ich. Also das ist das, was ich liebe und ich glaube, was auch ihr auch liebt, ist halt wirklich dieses Vorbereiten. So, es ist halt wie in echt. Ne? Man hat so eine Expedition vor, man hat irgendwas vor und muss sich dann erstmal vorbereiten. Ich finde, das macht ja auch Spaß. Sinn. Ne? So, genau. Ne? Und es gibt ja auch nicht nur eine Option, dass du sagst, wenn ich kaufe jetzt diese 3 Teile und dann geht das los und diese 3 Teile kaufe ich immer irgendwie, wenn ich das machen will. Sondern es gibt ja die verschiedensten Optionen, wie ihr euch ausrüstet, was ihr abminern wollt, wie und was. Das Mining-Gameplay ist ja schon super weit und da gibt es wirklich schon die verrücktesten Dinge, ne, die man da machen kann. Und im Endeffekt kann ich mir vorstellen, gibt es auch Leute, die sagen, was habt ihr da euch denn da ausgesucht? Ne? Das geht doch mit dem und dem einfacher oder besser. Das sind halt so Sachen, da spielt A, die Erfahrung eine große Rolle. Und B ist es einfach so, jeder kommt ja mit anderen Dingen besser klar. Ne? Genau. Ja, und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ne? Deswegen gibt es ja auch die verschiedensten Sachen. Und in der nächsten Folge haben wir übrigens auch den, hatte ich schon erwähnt, den Spooner mit dabei. Und der ist auch relativ fit im Mining. Der kann euch dann auch noch ein bisschen was erzählen. Gut, dann würde ich sagen, auf in Hangar 4. Und wir führen unsere Einkaufsreise fort. Ich gehe wieder an die Knöpfe. Ja, bin hinten. Ah, der D-Sync ist wieder sehr stark in dir.
Ja, ich habe auch gerade gesehen, du hast dich quasi vor den Scannern, hast du dich gerade gedreht. Ja, aber zurzeit läuft wohl eine Tech-Preview und da werden die Replication-Layer wieder ein bisschen getestet und der Chris hat vorhin schon erzählt, dass er, glaube ich, gestern war das, ne? Genau. Gestern warst du drauf. Ja gut, die Folge ist jetzt natürlich schon ein paar Tage alt hier, aber trotzdem lief es wohl super geil. Super genial, ja, auf alle Fälle. Also ich sag mal, es macht Spaß und vor allen Dingen gibt es Hoffnung, dass sie das wirklich gut hinbekommen. Ne? Und es Und ist auch. auch der Desync ist besser oder weg Da oder ich ist ja nur das? alleine war, Ach kann ich so. das jetzt tatsächlich nicht sagen, aber die Responsibility war optimal. Ne? Du hast auf den Knopf gedrückt und die Ja, okay. Türen gingen schnell auf. Und obwohl der Server voll war, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, irgendwie will er hier das. Warte mal, close nochmal. Ja, das hatte ich auch. Da steht hier auch Open. Na, jetzt steht Close, dann geht's. Oh ja, ah, alles klar. Na, das, ja, das hat auch was mit der Responsibility zu tun. Ja. Dass da manchmal, ja. Ich kann euch da immer nur empfehlen, geht mal in Arena Commander, ruft euch mal ein Schiff im Freefly, was solche Türen hat. Ne? Dieses Schiff zum Beispiel, oder die Mercury Starrunner, oder die Constellation. Irgendein Schiff mit Schiebetüren. Ich sage euch, die gehen instant auf. Wenn ihr langsam geht, könnt ihr einfach geradeaus gehen. Die Türen gehen vor euch auf. Das ist einfach super genial. So, die Frau Dooley meldet sich mal wieder. Ja. Ja, das habe ich auch oft in der C1. Ich weiß aber nicht, woran es liegt, dass die. Ey, warte mal ganz kurz, bevor du abhebst. Ja. Haha, jetzt halt fast was vergessen. Oh, die Sachen einzuladen. Genau, ja. Ja. Das wär's gewesen. Kein Problem. So. 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 So, ich heb schon mal Alles ab. klar. Nee, ja. So. Rübergeladen. So, Hörl 2 bitte. Jo. Ich finde diesen Hangarflug rein oder raus, finde ich ja immer super beeindruckend irgendwie, ne? Ja. Ich finde diese Größe, die kommt so. Wenn man überlegt, da vorne sind wir als kleine Peoples gerade rumgelaufen, da hinten, ja? Und diese Größe, es ist einfach so faszinierend. Das holt mich immer wieder ab, muss ich sagen. So, jetzt machen wir hier mal den. Den Halli, den Halli-Hup-Start. So, hör L2, sagst du, ne? Genau. Gut, ich denke mal, da müssen wir ja wahrscheinlich erstmal wieder nach Hörsten fliegen. Genau, einmal drumherum. Genau. Wir können natürlich auch versuchen, zu QL3 zu fliegen und dann direkt. Können wir auch machen, ne? Wollen wir das mal probieren? Geht das? Ja. Boah, klar, warum nicht? Müsste gehen, oder? Warte Ja. mal. QL3. So, dann können wir uns nämlich die Planetenumrundung sparen. Können wir ja zwischendurch abbrechen. Ja, genau. Ja, dann hatte jemand in die Kommentare geschrieben, er würde gerne mal sehen, wie das mit dem Andocken und Abdocken der Merlin bei der Constellation-Reihe funktioniert. Das werden wir mal zeigen. Ich weiß selber nicht, ob es gerade funktioniert, aber im Grunde genommen ist es eigentlich relativ einfach. Aber wir werden das auf jeden Fall nochmal testen. Genauso wie das Tanken mit der Starfarer habe ich auch ewig nicht gemacht. Ja, klappt super. Ja, könnte man nochmal wieder Nö. machen. Ich habe Ja. richtig Bock drauf. So, wir sind schon vorbei. Schon vorbei. Oh. Zack, abgebrochen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal ins Mobilas rein, weil sonst findet er nämlich die neue Route nicht. Starfarer So. habe ich sogar. Ne? Ja, sehr geil. Dann wissen wir ja, was wir in den nächsten Episoden mal machen werden. Genau. So, und dann tanken wir nämlich. Welches Schiff? Die Nein. Mole? Nein, was denn? Die Constellation, um das Ja, Abdocken der Merlin zu ja, macht natürlich total Sinn, ja. Machen wir dann in einer Folge, denke ich mal. Richtig, ja. Ja,
Ja, dann stehen noch einige Sachen noch aus, Tutorials, ne? Der Issue Council steht ganz oben auf meiner Liste. Dann gibt es auch noch ein Video, wo ich euch die Missgeschicke des letzten Enos-Events zeigen möchte. Bin ich auch schon in der Produktion, da muss ich noch einiges zusammenschneiden. Da gibt es 5 Stunden Content ungefähr. Und das möchte ich ein bisschen runterbrechen auf unter 1 Stunde, sonst werdet ihr da irre, ja. Und ja, muss mal gucken, wie ich das mache. Wird viele Schnitte geben, aber es wird auf jeden Fall, denke ich mal, sehr unterhaltsam werden, denn es hat nichts funktioniert. Das zum ja. Thema Content Creator, ne? Ja. Und ihre Server. Ja, ja, genau. Content Creator kriegen immer extra schnelle Server und die halten auch. Ja, die kriegt man natürlich als Content Creator nur, wenn man alleine unterwegs ist. Jetzt mal wieder so ein paar Quatschgerüchte streuen. Ja, ja, du bist das, ne? So, aber ich muss sagen, nach wie vor, ich bin ja jetzt durch meinen Outdoor-Kanal, Outdoor-Bushcraft-Survival-Kanal, will ich mal sagen, ja, bin ich ja jetzt auch in anderen Communities unterwegs. Ich habe gerade Anführungszeichen mit meinen Händen gemacht, ja. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Haben wir gesehen. Weil so. Wir es gesehen haben. Aber gesehen, ne? Nee, eigentlich hätte ich das gar nicht machen müssen, weil ich bin in anderen Communities unterwegs, ja, und da muss ich sagen, da fällt einem erstmal wieder richtig auf, dass die Star Citizen Community, Alter, das sind alles so liebe Menschen, ne? Mhm. Das ist wirklich unfassbar, wie cool die Community hier ist. Wirklich alles auf Augenhöhe, respektvoll. Klar, es gibt immer mal ein paar Rosinen, ne? Die da zwischen drauf rausragen, so. Aber das ist ganz, ganz geringer Anteil. Aber in der Community, Junge, Junge, da geht's schon mal zur Sache. Also da kannst schon mal auch, da können schon mal die Fetzen fliegen. Da brauchst du dickes Fell. Ne? Aber hab ich ja zum Glück. Hast du? Mittlerweile, ja, mittlerweile habe ich das. Und am Anfang dachte ich auch mal so, oh, ich bin ja sehr sensibel, ne? Auch hier Sternzeichen Krebs und so, ne? Ist ja immer, ist ja super sensibel. Und da dachte ich mir so, oh, tue ich mir das an, das macht mich ja fertig. Ne? Aber mittlerweile, wenn da einer dumm kommt, Alter, dann sage ich immer, jetzt, komm doch! Geh doch, wo du willst, mein Freund. So. Genau, erstmal immer Fahrwerk ausfahren, ne? Ganz wichtig. Und dann flanten wir hier wieder in diesem Ring. Geil. Oh, das ist diese Raffinerien da hinten, ne? Guckt euch das an. Oh, das ist nach wie vor. Kannst du dich noch an diese. Nee, warst du da schon da, als es diese ersten Raumstationen gab? Die alle gleich aussehen, so ganz kleine waren das. Cryastor oder was? Nee, das nicht. Das war davor. Das war zum Tanken so ein Ding. Nee, das waren so die ersten Reststops. Nee, tatsächlich. Nee, also ich war da schon dabei, aber da habe ich nicht aktiv gespielt. Ja. Die waren schon cool, aber das ist ja hier, ist ja der absolute Wahnsinn, ne, nach wie vor. Ich finde es auch schön, dass sie in so einem Nebel drin sind, ne? Also ja, ja. Ne, wenn man sich da mal andere Raumschiffspiele, sage ich jetzt mal, als Beispiel nimmt, alleine die Raumstationen, ja, ist so unfassbar gut, finde ich. Ah, ja, gut, okay. Genug gelobt. So, diesmal müssen wir ein bisschen weiter nach vorne fliegen. Ich hoffe, das reicht. Nee, fliegt noch ein bisschen. Nee, definitiv nicht, ja. So reicht's aber, oder? Jo, jetzt ist es in Ordnung. Jetzt. So, landen wir hier. Landing complete. So. Und das, was ich an der C1 ja auch so feier, ist, dass wir wirklich gleichzeitig mit dem Ding einfach unabhängig zurückfahren können. Ja. Finde ich super geil. Ja, den blauen Rucksack, der gefällt mir. Ich weiß aber nicht, ob es den auch in Gelb gibt. Ich bin ja der Meinung, das ist so ein neuer. Das ist nicht der Original von der blauen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also weil der auch eine andere Farbe hat. Vollkommen richtig. Früher sah der aus wie der gelbe, den du auf hast. Ach, meinst du, den haben sie upgedatet? Oha! Was war das denn jetzt? Ach so. Ja, das ist da hinten. Ich bin hier noch weiter vorgemusst. Ja, ja. Oh, boah, das ist aber ein kleiner Hangar. Ich korrigiere noch mal kurz. Ja, bitte. Jetzt überlege ich gerade. Nee, du kannst aber, also da vorne passt ja noch eine ganze Cutter hin, also gefühlt. Also meinst du, ist noch Platz, ja? Ja, ja. Auf alle Fälle. Na gut. Dann machen wir mal so hier. Blub. So. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Ja, gut, okay. Ja, das sieht von innen immer anders aus wie von außen, ne? Das ist ja. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass die Windschutzscheiben quasi, ja, dass sie wie so Lupen sind, ne? Ja. Die vergrößern das alles. Ja, noch ein Stück. Kannst du noch ein Stück? Noch ein Stück? Noch ein Stück? So, das war's. Jetzt gucken wir uns von innen an hier. Siehst du, kannst du schon hier die Wand streichen, gefühlt. Ja. Ne?
Wahnsinn. So, mal gleich wieder auf da hinten. Also ein bisschen schneller unterwegs. So. Ja, und generell kann man sagen, das hatte ich glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt, ist es so, wenn man alleine unterwegs ist, hat man immer das Gefühl, es läuft alles viel besser, als wenn man mit mehreren unterwegs ist. Umso mehr man dann wird, umso schlimmer wird es auch. Ne, wer den letzten Livestream gesehen hat von mir vor ein paar Tagen, vor einer Woche ungefähr, der weiß auch, dass wir dann, was wir Horizon gespielt haben, und da waren wieder relativ viele Probleme. Auch das Ende so, wie es dann mit mir ein Ende genommen hat, war nicht so schön, aber gut, ist so. Ja. Kann man dem machen nichts, ne? Muss man gucken zu. Genau. So, was ich hier sehr schön finde an dieser Aril-Rüstung, ist dieses gelbe Head-Up-Display, was man hat. Ja, das stimmt. Das ist, mag ich irgendwie. Ne? Auch der Chat ist gelb, wenn man ihn mal einblendet. Naja, zumindest oben das Symbol. Ich bin hinten in der Ecke. Okay. Mhm. Mach schon wieder aus, den Chat. Ja, auch dieses Aufbauen der Station ist auch irgendwie ja. Alles. Aber das wird alles mit den Replication-Layern besser. Juti, dann? Auf zur Raffineriestation. Genau. Ja, ich habe richtig Bock auf Mining. Habe ich ewig nicht gemacht. Und gerade im Multicrew-Gameplay mit der Mole ist das schon eine ziemlich coole Sache. Ja. Ja, und man kann auch wirklich gut Geld machen. Also, ne? Ich bin hinten in der Ecke. Ja, ich bin noch gar nicht eingestiegen. Ach so. Okay, warte, ich mach noch auf. Jetzt komme ich. So, Raffinerie. So, mein Rechner, der juckelt echt im Hintergrund so rum, ey. Das ist echt hart. Ich brauche unbedingt mal eine vernünftige Wasserkühlung, ey. Ja, für deine Grafikkarte. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist auch die Grafikkarte, die hier juckelt. Ich hatte ja mal den Link dazu gegeben, ne? Ja, hat das da, genau. Ist halt nur die Frage, ob ich das alles noch für die Grafikkarte mache oder erst eine Grafikkarten-Update mache, ne? Ah, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ne? Okay, aber das ist ganz, ganz weit hinten auf meiner Liste. Ja. So. Gut, dann würde ich sagen, ich mal so ein bisschen hier mal schon mal so einen Cruise reinballern. Schon ein bisschen Durst. Und ich kaufe jetzt 2 Hofstets. Und schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Hofstet. Genau. Die 2-mal. Hat das gerade so ein Fizzy-Buble-Geräusch gemacht? Also so ein Pfft. Als ich die Flasche aufgemacht habe? Nee. Hat es? Bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, ich habe das gehört. Muss ich noch mal eine aufmachen, oder? Das wäre ja witzig. So, Moment. Nee, doch nicht. Schade. So, hier haben wir, hier bekommen wir tatsächlich alles, was wir brauchen. Ah, echt? Ja. Sehr geil. Also kann man praktisch Hörl 1 und Hörl 2 wirklich alles komplett abfrühstücken? Ja, so wie ich es gerade mitbekommen habe, ja. Okay, na dann lies doch nochmal vor. Ja, werde ich auch gleich machen. Muss nochmal ganz kurz gucken. So, das haben wir. Dann brauchen wir den Torrent 3. So, schau mal. Torrent 3, wunderbar. Und davon brauchen wir. Riga 3, oder was hast du gekauft? Ich habe jetzt einmal das Riga C3-Modul gekauft, einmal. Ja. Ja. Und jetzt kaufe ich noch das Torrent 3-Modul, und zwar 4-mal. Weil man an dem Hofstet sind 2 Modulplätze. Ja. Und die müssen jeweils mit 2 Torrent 3 ausgestattet werden. Torrent. Genau.
Ja, hier ist das ist auf jeden Fall das Riga hier, das hier, die Riga 3 Modul. Genau. Aber das Torrent. Torrent 3. Torrent 3. Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht. Das ist nicht ausgestellt. Den RIM haben wir noch, FLTR haben wir noch. Und das ist das Riga. Das ist das Riga 3 Modul hier. Ja, das ist das Riga 3 Modul? Tatsache. Was ist denn das andere dann? So. Schabin. Ja, das will er irgendwie nicht so richtig. Vielleicht ist das noch irgendwas, was es nicht gibt. Das kann natürlich auch sein. Den will er nicht. So. Also, ich habe gekauft. Nochmal. Den Hofstadt 2, also Hofstadt Zeiss 2 Laser, zweimal. Ja? Die kommen ich dann auch an die Seiten. Der Helix kommt wahrscheinlich nach vorne, ne? Genau, genau. Genau, die Hofstadt kommt jeweils links und rechts. Dann habe ich ein Riga-Modul. Das kommt mit den Focus 3 Modulen an den Helix 3 Laser, an den Helix 2 Laser. Und an die Hofstets kommen jeweils zwei Torrent-Module. Genau. Ja, also musste ich jetzt viermal das Torrent 3 Modul holen. So. Okay. Genau. Und der Riga macht im Prinzip, gibt 125% auf den Mining Laser, also die Power, ne? Ja. Minimiert dafür zwar das Optimal Charge Window um 1%, aber das ist wurscht, ja? Also ist es sozusagen ein auf für die Mining Power, ne? Ja, was geil. 125% ist schon cool, ne? Das ist natürlich richtig genial. Das ist geil, ja. So, und das Torrent 3 Modul macht im Prinzip auch wieder ein Plus auf die optimale Charge Rate, also das Fenster ist, andersrum, die optimale Charge Rate ist, wie schnell der Laser oder wie optimal der in diesen Bereich des Optimalen kommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also manchmal zuppelt er ja Ewigkeiten unten rum und so hast du einen sauberen Anstieg, ja, minimiert aber das Charge Window, ja, also das optimale Charge Window, auch wieder um -1%. Aber das sind -1%, das kann man quasi vernachlässigen. Na? Okay. So. Genau, und dann habe ich nochmal von diesen Modulen, die du an den Steinen bappen kannst, ne, habe ich noch den Optimax gekauft. Ah, und der kann zum Beispiel das Cluster auch wieder um 60% erhöhen, also nicht um 30%, sondern um 60%. Macht aber dafür das optimale Charge Window, ne, den grünen Bereich, um 30% kleiner. Also das macht man wirklich bloß bei einem Stein, wo ich jetzt sage, das ist unwichtig. Also das ist so, Hauptsache da kriegt man einen guten Wert raus, jetzt bei Laranit oder Akrizium. Das würde ich jetzt nicht bei einem Quantainum-Stein machen, ja, wo ich eigentlich wünsche mir, dass das Windows Size, das optimale Windows Size größer ist, ne? Weil es ist schwierig abzubauen. Es ist trotzdem schwierig abzubauen. Okay. Ja, den Optimax habe ich mir jetzt auch nochmal gekauft. Den habe ich mir nochmal gegönnt. Und hat hier unter meinen Rucksack geklemmt. Genau. Sehr schön. Warte mal, ich kann ja mal ganz kurz gucken hier bei dem. Es gibt's wie in dem Rucksack, weißt du? Ich will nur mal einmal ganz kurz gucken hier. Lass mich nochmal einmal schauen. Der Rucksack. Armor. Backpack. Nö, okay, alles klar. Gut. Na denn. Komisch. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Mit dem blauen Rucksack, warum ich da jetzt einen anderen habe. Aber das ist der bei dem blauen. Vielleicht ist das schon das Update einfach. Das könnte möglich sein, ja. Ne, von dem Ding. Bei mir stehst du noch in der Raffinerie. Ja. Ich habe noch gerade ein kleines Selfie gemacht für den für das Thumbnail. Ah ja. So, oder warte mal. Ich glaube, das ist noch ein geileres Thumbnail. Komm, stell dich mal neben mich. Ja. Ist auch mit drauf aufs Thumbnail. Ja.
guck mal. Ein bisschen näher, wenn es geht. Nicht so schüchtern, nicht so schüchtern. Naja, na, ich gucke jetzt gerade nicht, deswegen du musst sagen, wann. Ja, so ist gut. So ist gut. Machen wir mal so hier. Machen wir so. So, so. So. So, bitte lächeln. Mach ich. Sehr gut. Sehr schön. Ach, hat man aber auch gesehen, ne? Das Lächeln. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe extra Zähne geputzt, weißt du, dass die Zähne auch leuchten. Tja, weiter geht's. So, dann sind wir durch mit unserem Einkauf, oder? Ja, sind wir, tatsächlich. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fahren wir zurück, laden alles ins Schiff und werden uns dann schon mal zu unserer Ausgangsbasis oder wollen wir, nee, wo verorten wir uns jetzt? Wo geht's dann los in der nächsten Episode? Da das ja vollkommen siehst du was? Nee, Black, ne? Hole. Black Hole. Mal. So, gehst du oder so ich? Ich gehe, alles klar. So, warte, hat geklappt. Hat geklappt, okay. Gut, ja, alles klar. Hui. Ich glaube, so schwarzes Loch ist auch, glaube ich, gar nicht schlimm. Ich glaube, schlimmer ist es, wenn du in den Gang guckst. Siehst. Genau, die Struktur siehst. Ah gut, ja, keine, aber gut. Dann geht lieber nicht rein. Also nochmal zurückzukommen, ich weiß es gar nicht. Also mir ist es tatsächlich, wir können auch von Port Tesla starten. Das ist Everest Harbor, meine ich. Everest Harbor. Ja gut, okay, dann fliegen wir jetzt zurück zu Everest Harbor. Genau, und dann würde ich mal schnell die Mole noch schon ausstatten. Oh ja. Um ganz sicher zu sein, dass wir nichts vergessen haben. Sehr gut. Und dann steht sie da schon mal bereit und wartet auf ihren Einsatz. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, machen wir hier... keine Ahnung. Reden und Dinge tun. Das ist immer schlecht. Hangar 4 sind wir. Achso, mach ich. Ja. Machen wir hier einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich nochmal wieder in Everest Harbor im Hangar und rüsten dort das Schiff aus. Das Ganze können wir ja leider nicht live machen. Das kann man ja erst ausrüsten und dann rufen. Das wäre ja cool, wenn man das irgendwie so wirklich manuell daran bauen könnte. Aber das kommt noch. Zeigen. Wir können es aber zeigen, ganz genau. Und das machen wir gleich. Also Freunde, dann bis gleich. Ich weiß. Ich versuche zu korrigieren. Gut. Kriegen wir hin. Sogar noch gebremst, siehst du? Sehr schön. Ah, wunderbar. Na, dann wenn du alles unter Kontrolle hast, ist das super. So. Boom, alles umsonst. Ja. So, ihr Lieben, und da steht sie, beziehungsweise da die Mole, das Multicrew-Mining-Schiff im mittleren Segment. Und das wird uns der Headless Chris nun einmal zeigen, wo er jetzt die ganzen Sachen reingebaut hat. Das machen wir. Genau. Also, der Plan ist es,
Das, die Mole hat ja drei Laser, einmal den vorderen und einmal die an den Seiten. Das war da, wie gesagt, zwei verschiedene Laserarten haben. Wir haben an den Seiten den Hofstedt, wie man hier sieht. Und der Hofstedt, der hat nur zwei Slots für ein aktives oder ein passives Modul. Wir haben jetzt hier zwei passive Module dran, und zwar den Torrent 3. Den haben wir eben schon erklärt, was der macht. Ja, das wäre hier der Hofstedt auf der einen Seite. Da sind zweimal die Torrent 3 dran, ne? Genau, sind zweimal die Torrent 3 dran. Genau, dann gehen wir auf die andere Seite. Da ist das Äquivalent quasi, genau dasselbe. In grün auch nochmal der Hofstedt mit zweimal Torrent 3. Na? Und vorne, da haben wir den Helix 2 Laser. Der hat drei Plätze für aktive und passive Module. Und hier haben wir sozusagen auch wieder drei passive Module dran. Und zwar zweimal den Focus 3 und einmal das Riga-Modul. Genau. Das ist der Plan. Und mit diesen. Ich habe Mit einen Crash. diesen Worten habe ich einen Crash to Desktop. Ich auch. Herrlich. Ich dachte mir so, Rupert ist so. Haben wir Ist ja so. Glück gehabt, dass wir gerade so durchgekommen sind. Aber Ne? sowas Wolltest von. du noch abschließend was sagen? Eigentlich nicht, ne? Das war's, Nein, ich oder? wollte nur sagen, zweimal das Focus 3 und einmal den Riga und damit sind wir durch und wir haben unsere Mobile dadurch optimal für unsere Mining-Tour ausgerüstet. Supergeil. Ja, dann hoffen wir, dass wir morgen dann zur Runde des Helon Bay, Helon, wie heißt er? Helon Mining Belt, Aeron Aaron Helon Belt. Belt einen besseren Server haben, bessere Performance war, also Performance war okay, aber ohne Crash Desktops, ohne 30 Gas, das wäre ein Träumchen. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was Lehrreiches mitgenommen. Danke dir, Chris. Nicht dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.